Auch wenn die Spieler des UVC McDonald's Ried schlussendlich mit hängenden Köpfen durch den Raiffeisen Wolle-Dom ziehen, sind die 500 Fans voll auf ihre Kosten gekommen, denn das Drehbuch für diesen Fünf-Satz-Krimi, das wird nicht so schnell im UVC-Archiv verschwinden. Und hier die Kurzfassung. Im ersten und zweiten Satz können die Rieder nicht das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Der TSV Hartberg kann im ersten Durchgang sein Spiel wiederum durchziehen und führt schnell mit plus 5. Wir sehen hier schon das 22 zu 25. Die Gäste führen somit mit 1 zu 0. Auch wenn sich der UVC bemüht, nur selten kommen die Spieler auf Touren. Sora Afrudecki und der Kapitän höchstpersönlich kann den Rückstand wieder etwas verkürzen. Hartberg feiert aber auch im zweiten Satz quasi einen Startzielsieg. Maximilian Steinböck mit dem 25 zu 22 für den TSV. Jetzt steht es bereits 0 zu 2 aus Sicht der Rieder, die aber im dritten Durchgang plötzlich den Schalter umlegen. Wie Dominik Käfer und seine Mannen das geschafft haben, bleibt ihr Geheimnis. Aber wir sehen nun ein ganz anderes Spiel und vor allem Punkte, die begeistern. Thomas Sora vollendet für Ried. Die Hartberger können beim Stand von 24 zu 18 drei Satzbälle abwehren. Auch der nächste ist dann an Spannung kaum zu überbieten. Die Halle steht nun Kopf und der Block von Tomasz Rudecki sorgt für den Satzgewinn 25 zu 21 und somit nur mehr 1 zu 2. Der nächste Abschnitt. Der UVC kann sich einen Vorsprung von plus 6 herausspielen. Die Gäste fighten sich aber wieder zurück. 24 zu 23, Ried mit dem Salzball und der Chance auf das 2 zu 2. Hartberg kann aber abwehren und stellt auf 24 zu 24. Der UVC bekommt die nächste Chance. Offrei mit dem Block. 26 zu 24, es geht in den entscheidenden fünften Satz. In diesem kann sich kein Team absetzen. Es ist ein großer Fight und Ried kommt beim Stand von 14 zu 13 zum Matchball. Dieser landet aber im Netz. Auch der nächste Punkt geht an die Steirer und somit haben jetzt die Hartberger den Vorteil. Und der Ballwechsel hat es noch einmal in sich und benötigt keine Worte. Das war's, der TSV Hartberg gewinnt Satz 5 gegen den UVC Ried mit 16 zu 14 und das Spiel ebenfalls knapp mit 3 zu 2. Die ersten zwei Sätze streichen wir besser als unserem Resümee, das war gar nichts. Also nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir irgendwo gemacht und da resultiert einiges draus dann. Warum habt ihr dann dennoch den Schalter umlegen können? Ja, das ist halt daheim, das ist die Leute, das ist die Stimmung. Und wenn man sich doch erinnert, was wir eigentlich machen wollten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber bis dahin ja, war es nicht so gut. Ja, die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Trotzdem muss man sagen, Gratulation ans Team. Wir sind noch am 2-0 Rückstand, nachdem wir die ersten zwei Sätze richtig schlecht gespielt haben, wirklich gut zurückgekommen. Und haben einfach sehr mehr unter Druck setzen können, was sie in den ersten zwei Sätze für uns gemacht haben. Wir haben super performt die ersten zwei Sätze. Aber Ried ist stark zurückgekommen. Also auch Ehre, wem Ehre gebührt. Und jetzt am Ende war es eine Münzwurfentscheidung. Das nächste Heimspiel des UVC McDonald's Ried geht am Samstag, 18. Februar um 19.30 Uhr gegen den VPC Weiz über die Bühne. Ob das auch ein ähnlicher Krimi wird, erfahren Sie im Raiffeisen Wolle-Dom.